So, der Scanner ist angebracht. Ich bin auch hier schon ein bisschen umeinander geflogen. Da ist unser Startpunkt. Ich habe hier das Pentaxid mal eingesammelt. Und da haben wir auch schon den ersten Treffer auf dem Scanner. Wir müssen ja noch ein paar Kerne zerstören. 3 Stück Exploration Shuttle. Oh, das ist tatsächlich ein Shuttle. Aber ne, ziemlich kaputt. Oh, Peppersprout, das ist eine tolle Sache. Da hätten wir Essen. Dürfen wir zerstören. Das heißt, das Ding hat keinen Kern. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich den Pepper hier rausmache, dann bekomme ich keine Pflanzen. Das heißt, ich muss einen Kern holen. Sollte aber auch keine große Herausforderung sein, einen Kern zu bekommen. Wenn unser Schiffchen fliegt ganz gut, aber wenn ich mir hier die Maximalgeschwindigkeit anschaue, wir sollten eigentlich auf dem Planeten 60 fliegen. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, da könnten wir tatsächlich noch ein paar Schubdüsen anbauen. Ja, Aufwärtsschub ist noch schlechter. Small Vessel, Fuel Tank. Mal locker brauche ich, glaube ich, erstmal noch nicht das Raster. Ja, okay, der nächste, das wäre der Medium. Das ist dann noch ein Level über dem, was wir sind. Ich würde sagen, ganz unvorsichtig gelandet. So. Kapo-Boxen, die können wir uns eigentlich auch mehr oder weniger direkt einbauen, denn ich. Was denn jetzt? Nicht nah genug dran gewesen, oder wie sehe ich das? Da müssen wir rein. Für das Zeug brauchen wir mal eine Schmelze bei Gelegenheit. Cargo Container 3, weg damit. Pentaxid. Da ist noch so ein schweres Teil. Kann ich gar nicht anpacken. Industrial Workshop Container 3. 6000 wiegt das Teil. Och du lieber Himmel. Sprit behalten wir mal. Das kommt in den Einser, damit das zerlegen kann. Ach so, wird das doch langsam. So, also ich möchte gerne einen Kern, damit ich die Sprouts looten kann. Und dann möchte ich noch Schubdüsen, mindestens mal eine. Dann wollte ich den kleinen Freund hier noch einbauen.
Habe ich doch jetzt hier tatsächlich den, ah ja, den Seitwärtsschub zugebaut. Das funktioniert zwar ohne Probleme in dem Spiel, aber ich möchte das einfach nicht. Dann fehlen uns hier noch drei. Zwei, drei Container und noch ein Schub. Machen wir dich wieder aus. Wird. Sollte werden. Den Kern habe ich doch jetzt. Jawohl. Eigentlich könnte ich vielleicht noch einen anderen Kern mehr bauen und vielleicht gleich noch irgendwie einen Kern mitnehmen. Nach dem Motto, sicher ist sicher. Das war hier. Ich hoffe, die Pfefferpflanzen sind noch nicht verdotzelt. Wir könnten natürlich auch unser Schiff auseinanderbauen und in das Exploration Shuttle einbauen. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Da werden wir wieder Schubdüsen ohne Ende brauchen, weil das ja aus Metall ist. Ah, das Ding ist halt auch völlig ausgebrannt. Darf ich da jetzt bald mal rein? So, Kern setzen. Und jetzt könnten wir Retrieve Blue Pepper, ja. 1, 2, 3. Ja, das ist Stahlblöcke, ne? Das ist zu schwer. Das, aber da möchte ich jetzt nicht rumfliegen. So, sind das große? Ah ja, CVBA. Wie die da reingekriegt haben, weiß ich nicht, aber das interessiert mich nicht. Ich bin dankbar, dass ich sie gefunden habe. Nee, 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 die möchte ich mitnehmen.
Laufen da rein, ja. Ach, geht schneller. Fensterscheiben, das sind aber klein, okay. Wow, vielleicht ein bisschen viel in den. Wow. Ein bisschen viel in den. Im Kofferraum drin, ne? Das packt der nicht. Vielleicht. Ich nehme mal so viel ich kann an Mann. Denn das, was ich im eigenen Inventar habe, zählt nicht. Ich weiß, das ist jetzt ein klein wenig gecheaten, aber. Das, was ich im Inventar habe, zählt nicht an Gewicht, dass das Raumschiff heben muss. Ah, Schluck Kaffee, Stimme ölen. Stellen wir jetzt schnell mal das Essen hier ein. Und dann muss ich sagen, bin ich sehr viel entspannter. Wir haben eine Basis, wir haben Essensproduktion. Ich werde jetzt noch Sauerstoff produzieren. Bis jetzt läuft die Basis ohne Generator, das heißt, die brennt keinen Strom runter. Also, wenn du da wohnst, dann kann ich. Durchaus. Hier Pflanzenkübel setzen. Reparieren. Ja. Eins, zwei, drei. Der Garten ist ein bisschen klein, der könnte größer sein. So, und dann könnten wir hier eigentlich auch noch, dann setzen wir nämlich die Scheiben nach außen. Ah, Mist. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein rundes Ding. Und hier ebenfalls. Und Kantenfüller. Das ist durchaus nicht verkehrt. So, dann machen wir da einfach eine Abzweigung rein.
dann unten auf den Boden stellen, dann ist es stabilisiert und hat das Halt. Fenster. Kleine Blöcke, kaputte Blöcke, große Blöcke, kleine Fenster. Große Fenster. So, L-Fenster. L-Fenster, oder machen wir. Ne, wir machen das so. Ne, so machen wir es natürlich nicht, weil so kostet mich das Pflanzenblatt. Du sitzt außen, okay. Und du sitzt außen, auch okay. Du sitzt außen. Windows, Windows. Ich brauche mehr Fenster. Ich brauche Windowsen. So, Fenster S, nee, ich will Fenster groß. Windows L am Mod nicht. Mach mal 5 Stück. Aber dann müssen wir das hier abreißen. Ja. Tust du bitte atmen? Das ist ja doof, der kann da nicht über Kreuz einatmen. Warum hängt denn da eine Lampe? Weg mit. So. Eins, zwei, drei. Das muss man aufs Dach zu kriegen. Eins, zwei. So, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Jetzt kann man natürlich die kaputten Würfel nehmen mit kaputt nach oben, weil dann sieht man sie von unten nicht. Und da ganz einfach mal frech zumachen, ne? Panel, das ist eh nicht so, wie mir das da gefällt. Nee, 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 nee. Darunter sollst du. Zack, zack. Ach, guck mal, für Glötzchen setzen gibt's XP. Ich will so eine Solarpanel nicht. Ich will eine, die aufliegt. Ah, jetzt weiß ich, warum da ein Loch drin war in der Decke.
Weil er hat ja immer noch dazu, ne? Ein Glotz fehlt. Das ist der, der hier oben sitzt. Nee, nee, das war schon richtig. Der Klotz, der hat hier gut gesessen. Wenn du mich fragst. So, erstmal das Panel da drauf. Fehlen trotzdem noch zwei Glötze. Machen wir den kaputten da rein. Ins Eck. Ich brauche aber da nicht, bis eine Verzierung. So, dann dürfte da eigentlich jetzt zu sein. Fehlt hier noch ein Fenster? Fenster L. Die Ressourcen gehen leer. Querformat. Drin ist es. Jetzt müssen wir die noch reparieren. So, jetzt dürfte doch aber die Bude luftdicht sein. Nee. So, nicht, dass ich dich jetzt hier bräuchte. Sauerstoff. Ja, O2 ist hier drin. Kann man Helm absetzen. Passt. Hier drüben. Auch Sauerstoff. Okay, die Bude ist jetzt wasserdicht. Nein, luftdicht verpackt. Ein Pflanzenkübel hätte ich noch, den könnte ich. Ich weiß nicht, was ich mit könnte. Ich habe ihn halt einfach übrig. So, jetzt brauche ich noch meine Sprouts. Ah, vielleicht eine funktionierende Treppe. So, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hervorragend. Detektor, den muss ich jetzt auch nicht rumtragen. Sehr schön. Es
So, also die Nahrungsmittelversorgung ist gesichert. Dann wollte ich mal gucken. Ich kann ja Sauerstoff müsste ich auch mir noch herstellen können. Und zwar gibt es hier ja den Oxygen-Extraktor. Da bin ich allerdings noch von entfernt. Boah, du machst dafür Oxygen-Bottles. So, das war doch schon einmal erst so nicht schlecht. Wir fliegen jetzt einfach mal nach Süden ganz frech. Wir müssen ja noch drei Kerne zerstören. Ja, das ist tatsächlich eine neue Quest. Gibt 7.500 XP, die nehmen wir gerne mit. Da ist eine Hitzesignatur. Oh, guck mal da, jede Menge Poise. Und das sieht mir aus wie das Gewächshaus. Das ist das Gewächshaus, oder? Ja, das ist das Gewächshaus. Das sind unzählige, aber wirklich unzählige Pflanzenkübel drin. Das ist unser erster großer Gewinn, den wir einfahren, sobald wir die verkaufen. Mehr Pflanzenkübel. Kühlschrank. Die Nahrung nehmen wir gleich auf. Hier ist der Kern. Perfekt. Was ist das? Ein kleiner Konstruktor, auch nicht schlecht. Also um Sprit brauchen wir uns davor erstmal keine Sorgen zu machen, den finden wir hier in großen Mengen. Auch Sauerstoff, muss ich sagen, finden wir im Moment ausreichend, wobei ich nicht weiß, wie lang das Glück anhält, aber bis wir die Kanne zerstört haben. Na gut, kommt drauf an, wie viel 100 wir dann noch zerstören sollen, ne? Die Kübel lasse ich jetzt mal sitzen, die möchte ich natürlich mit dem Kern looten. Das ist eigentlich die Medical-Kiste. Ja, hier ist die nächste. Die scheinen da so kreisförmig. Da ist auch schon der Kern. Na, was denn du? Die scheinen so kreisförmig um das Gewächshaus angeordnet zu sein. Thank you.
Nee. Das ist zu viel des Guten, das kann ich nicht tragen. Zum Glück haben wir einen Dekonstruktor. Das sind Static Missile. Ja, rote Schrift ist normalerweise für Basis. Da wir hier unsere Basis ja nicht verteidigen müssen auf dem Planeten. Fleisch kann man auch essen. Ah, Pflanzenfasern, sehr gut. Ein Kern. Eine tote Pflanze, weg mit. Sieht mir fast aus wie Versuchslabore. Hier sind überall Pflanzenkübel in den Häusern versteckt. Ich denke mal, da wurde geforscht und dann, was sich bewährt hat, wurde dann im großen Gewächshaus gepflanzt. Yes. Kafum! 7500 XP. Eine leichte Armor. Was haben wir da eigentlich gefunden? Tomaten, gell? Nee, Korn. Oh, Yummy. Pistole. Ja, also ausreichend, ne? Also Pflanzenkübel findest du hier dick, satt, wie auch immer. Die Pflanzenfaser können wir mit. Aber eigentlich müsste ich ja für die Pflanzenfaser hier nicht diese teure Munition verbraten. Denn dafür brauchen wir ja Promethium. Lichter, die nehmen wir auch noch mit. Mach's doch einfach so. Zehn Cores destroyen. Zehntausend XP. Ja, sollte im Bereich des Möglichen sein. Jetzt, wo wir einen fliegenden Untersatz haben. Aber jetzt haben wir Lebensmittel. Und jetzt sollten wir tatsächlich. Den Generator durchlaufen lassen, bevor die kaputt gehen. Wo hast du dich versteckt? Na, hoch mit dir. Gibt's das?
So, und weiter geht die Loot Party. Nee, geht nicht. Was haben wir da? Okay, jetzt könnten wir uns sogar an unser Schiff eine Waffe mal anbauen. Also ich meine, das hätten wir schon vorher auch schon können, aber jetzt macht es Sinn, wo wir Munition haben. Burger. Ja, das dauert mir zu lang. Nächste Übung wird sein, WLAN in unser Raumschiff zu bauen. Das Ding ist auch schon fast an der Ladegrenze, ne? An der Kapazitätsgrenze. Da werden wir jetzt nicht weit kommen mehr mit Fliegen, ne? Aber die Stahlplatten nehmen wir mit. Gerade noch so, ne? Ja, gerade so, gerade so. Bauen wir natürlich noch mehr Schub ein. Wir haben ja nur eine einzige Schubdüse nach unten, ein Thruster nach unten. Da müssen wir einfach nur einen ranpackern. Und dann wird sich das auch ausgehen mit vollem Kanister hier zu fliegen. Wir sind zwischenzeitlich Level 6. Ich kann allerdings noch nicht viel Sinnvolles Neues freischalten. RCS brauche ich nicht. Mobiler Konstruktor kann ich noch nicht. Jetzt wäre ich doch fast am Ziel vorbeigeschossen. Ich frage mich gerade. Da ist noch Platz. In dem Einser hat das ja eigentlich gar nichts verloren. Einser ist ja die. Da kommen ja die Bauteile rein, die fertigen. So sieht es doch schon viel besser aus. Ja, na also. So, ich wollte. Ich kann mir Waffen bauen, mal davon abgesehen. Schrotflinte schalten wir uns frei. Die Assault Rifle, die mag ich sowieso. Da könnten wir uns zumindest mal die Muni bauen. Nicht das, was wir brauchen aktuell, aber ich schalte es einfach mal. Ich habe noch 6 Unlock Points, 22. Ich habe es jetzt trotzdem mal freigeschaltet. Das brauche ich nicht. Tools, also Multitool habe ich. Dann könnten wir uns jetzt auch mal die Munition zuherstellen, wenn wir dann brauchen. Hier, WLAN kann ich freischalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann gucken wir mal, ob wir uns schon ein WLAN bauen können. Sollte eigentlich reichen an Ressourcen.
Da oben ist dabei alles. Nee. Dahin? Dahin eigentlich. Es könnte vielleicht Sinn machen, diese Dinger hier ordentlich zu beschriften. So, Cargo-Boxen. Komisch. So, das ist die Cargo-Box. Kram, den wir gerne hätten. Der zu schade zum Wegwerfen ist. Das ist Metall. Metallschrott. Ich weiß, man schreibt es mit 2T, aber es geht keine 2 rein. So, das ist mein In. Das ist der Const-Out. So. Du sollst WLAN bekommen, haben wir gesagt. Ist ja schon auf der 8 drauf. Und dann brauchten wir Schub nach unten. Wieso fällt denn das jetzt alles raus, wenn ich einen einzigen... Wegen mir. Das brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Schubdüse. Ach so, ja, weil der ja keine Verbindung darüber hat und dann ist es einfach übergequollen. Es macht Sinn. Es macht relativ viel Sinn in diesem Spiel. So, jetzt haben wir hier Medizin drin. Schubdüsen sind an. Stückchen hoch. Jetzt müssten wir eigentlich die hier hinten bequem eingebaut bekommen. Mehr als bequem. Was ist denn das eigentlich? Das ist der Generator. Vielleicht sollte man in die Basis auch mal WLAN bauen. So. Jetzt müsste auch voll beladen fliegen. Hier die Destroyed Farm, das ist eigentlich Richtung Süden. Das dürften wir ganz leicht wiederfinden.
Ah Mist, ich habe keinen Sauerstoff aufgenommen. Zum Glück ist mir es jetzt gleich aufgefallen. Gut, dann werde ich jetzt erstmal noch Sauerstoff aufnehmen und das WLAN-Modul bauen, in die Basis einbauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weiter Kerne zerstöre. Ich tue jetzt, wie gesagt, WLAN einbauen und vielleicht noch die ein oder andere Pi, die wir gefunden haben, aufluten. Mal gucken, ob ich noch Stahlplatten brauche. Wir haben ja auch entsprechend Pflanzenfaser gefunden. Da könnte ich mir jetzt Plastikverkleidung für mein Raumschiff bauen. Pflanzenfaser, ja. Mal schauen, was ich mache. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Ansonsten, wie immer, viel Spaß. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.